Na also. Das war etwas merkwürdig. Okay, wie kriegen wir die jetzt am besten hier raus? Auf der Seite? Ah ne, hier lang müssen wir einfach, okay. Ja. Das ist natürlich auch nicht gerade eine Wunschvorstellung, den toten Vater hier lang zu tragen. Aber wenigstens können wir ihnen noch eine ehrenvolle Beerdigung ermöglichen. Oder eine angemessene. Ach, Bruder. Okay, hier entlang. Okay, noch eine fehlt. Los, 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 los. Ja, tolle Aktion. Verflucht nochmal. Okay. Ach Mann, und der kleine Bruder. Einfach alle hingerichtet. Diese verdammten Barbaren. Ich muss die Stadt verlassen. Christina, begleite mich, bitte. Ich würde. Aber ich kann nicht. Meine Familie. So sind wir immer zusammen, Christina. Ezio. Also hat er sie damals hier zurückgelassen. Letzte Ölung. Bitte was? Gut, das war's auch schon. Also gut, das haben wir relativ souverän geregelt. Nachdem ich ein paar Mal verprügelt wurde. Da haben wir noch einen. Ach, hier. Ach, da direkt zwei. Heilige. Was genau hat diesen Ausbruch von Impertinenz hervorgerufen? Machen wir mal hin. Oh, nee. Pardon. Okay, hier können wir uns direkt jemanden schnappen. Ja, immer irgendwo lang klettern. Ist er jetzt schon wieder verschwunden oder? Aus dem Weg. Wie komme ich denn da nach drüben? Los jetzt, los jetzt, los jetzt. Ach du Heilige, das ist ja irgendwo hier. Grandios. Okay. So. Komm schon. Okay, so viel dazu. So. Jetzt. Hoho. Ja, ich warte. Hallo?
reden. Die Befreiung Roms hat begonnen. Hab Dank, das war knapp. Aber alleine überlebe ich hier draußen keinen weiteren Tag. Könnt ihr mir helfen? Ich würde gerne an eurer Seite kämpfen. Aber sicher doch. Okay, wo finden wir den nächsten? Hier drüben. So. Beeilen wir uns mal. Frage mich, wo genau er jetzt überhaupt hinläuft. Okay. Pardon? Nicht nachlassen. Hier lang? Oh. Ich glaube, er ist tot. Tja, damit hatte ja keiner rechnen können. Warum müssen die immer an diesen Klippen hier landen? Das ist echt schrecklich. Okay. Naja, wirklich viel habe ich jetzt in letzter Zeit auch nicht rekrutiert. Wir machen mal Leonardos Maschine. Wenn wir schon hier sind. In dieser Richtung hier. Okay. Den Templeraufseher eliminieren und die Karte finden, die die Position von einer von Leonardos Kriegsmaschinen zeigt. Aufseher aufspüren. Irgendwo hier. Aber wo genau? Was sollte das denn alles? Meine Kinder haben heute noch nichts gegessen. So. Den haben wir gleich. Komm sogar auf Pferden angeritten, schön. Achso, mit der Pistole töten. Ja, tut mir leid, hatte ich jetzt nicht darauf geachtet. Schön. Ach, der lebt auch noch. Okay. Der Tod ist das Schicksal aller. So, Armbrustbolzen. Die nehmen wir schon mal aus. Alles klar. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. Zur nächsten Maschine. Wie viele haben wir denn hier überhaupt noch? Ich glaube hier unten, ja, hier haben wir ihn auch noch mal. Weiß noch nicht, ob wir hier einfach nur Leonardo treffen. Hier gibt es noch einige. Hier. Können wir noch jemanden rekrutieren? Bin echt schon in den Rekrutierungswahn gekommen. Los geht's. Wir kommen hier voran. Eine ordentliche Belohnung also. Naja. Komm ich hier irgendwie... Ja. Ach, verflucht nochmal. Ach, der schon wieder an einer Klippe. Wo denn auch sonst? Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Ja. Warum? Der ist schon wieder runtergefallen. Mistkerl. Mistkerl. Jetzt habe ich noch meine ganzen Bolzen hier verschossen. Ja. Ich sag dazu nichts mehr. Sind wahrscheinlich auch keine anderen in der Nähe. Nee. Doch, hier. Naja. In Nähe würde ich das nicht nennen. Die Menschen aufwecken, ihren Ärger schüren und ihre Wut lenken. Ist ja gut. Warum sind die denn... Gibt es ja auch irgendwelche, die nicht an Klippen sind und direkt runterfallen und sterben? Oh, der ist weg.
Das ist doch nicht dein Ernst. Hier waren doch eben noch zwei Stück. Jetzt ist hier einer. Ich bin da nicht schnell genug. Okay. Was will man machen? So. Der ist gleich schon wieder weg. Ich weiß es. Irgendwo da vorne. Ich kann es noch nicht ausmachen. Den Bürger helfen. Hinter den Pferden hier in die Kaserne, damit die ganze Mannschaft was von dir hat. Den haben wir auch. Eure guten Taten lassen uns wieder glauben. Da! Die Befreiung Roms hat begonnen. Ihr habt dieses Leben gerettet. Bitte, nehmt es und verfahrt damit, wie es euch beliebt. Ich werde es euch mit Schweiß, Blut und Treue danken. Ist ja gut. Aber schön, dass sich hier die Leute uns anschließen. Okay. Ja, jetzt muss ich irgendwie wieder hier nach oben kommen. Großartig. Okay, dann können wir hier gleich mal ein Pferd... Ach, da ist schon eins. Perfekt. Los geht's. Ah, jetzt haben wir auch wieder genug für die... drei Balken. Das ist schön. Nichtsdestotrotz... machen wir mit der Leonardo-Mission weiter. Ah, Moment mal, können wir hier... Ja, ich will mit dem reden. Hallo, mein Freund. Beschädigtes Aquädukt. Das reparieren wir. Okay, reparierte Aquädukte versorgen die Bürger Roms mit Trinkwasser und steigern die Produktivität, wodurch das Einkommen der Stadt steigt. Wunderbar, da fließt das Wasser wieder. Das wird wohl. Okay. Alles klar. Genügen, nicht? Adios. Hasta la vista. Porta City Miana. Im Mittelalter führte die Via Recta durch dieses Tor zum Tiberhafen in Trastevere. Es wurde zu Beginn des 15. Jahrhunderts restauriert und dann erneut im Jahre 1498, als Papst Alexander VI. Ihr ein eher militärisches Aussehen verpassen wollte. Gleich danach marschierte Cesare vom Vatikan aus los, um die Romagna und die Villa Auditore anzugreifen. Monte Circchio, Panzerwagen. Mann, das ist echt schön hier. Muss ich schon sagen. Hölle auf Rädern. Leonardos Panzerwagen ist ein anspruchsvolles und verheerendes Kriegsgerät, das den Ausgang eines Schlacht verändern kann. Es muss zerstört werden. Den Architekten des Panzerwagens aufspüren. Okay, davor machen wir nochmal Folgendes. Monte Circchio, auch bekannt als Cape Circchio, markiert nun als Landzunge die südwestliche Grenze der Pontinischen Sümpfe, etwa 100 Kilometer südwestlich von Rom. An der Ostseite der Landzunge haben Geologen Überreste antiker Befestigungsanlagen gefunden. Es ist nicht geklärt, von wem sie stammen, doch sie sind definitiv ein malerischer Ort zum Ausspannen. Oh ja, das ist wirklich pittoresk hier. Echt malerisch, das trifft es. Die Entdeckung führt zur Desynchronisation. Ja, okay. Zum, dem Architekten zur Festung folgen. Okay. Dann machen wir das mal. Auf gut Glück. Achtung. So, zum Glück haben wir hier genug Raum. Um die beiden zu verfolgen. Okay. Immer schön ruhig bleiben. Da ist noch eine Wache.
Okay, das Problem ist, wenn ich den jetzt verfehle, dann war es das. Achtung! Okay, Fernung zum Ziel verringern. So, schnell. 20 Sekunden noch. Oh je, oh je. Ja, ja, ja. Was? Sie verloren? Ich dachte, ich habe noch ein paar Sekunden. Was soll das denn heißen? Okay, den Spaß müssen wir nochmal über uns ergehen lassen. Komme ich irgendwie... Nein. Okay, die müssen wir verfolgen. Okay, Achtung. Oh nein. Ja, ich hoffe mal, der ignoriert mich. Oh je, Mini. Okay, ich glaube, er bleibt da irgendwie stehen, verwirrt. So, weiter. Ich darf mir nicht so viel Zeit lassen. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Okay, ich kann mal versuchen, hier vorbeizulaufen. Ja, genau deswegen habe ich Sorge. Alles klar. Da kommen die beiden. Alles. Okay, wir dürften eigentlich gleich da sein. Okay, er dreht sich um. Ja, ich würde ihn jetzt schon gerne umlegen hier. Nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Och, die Wachen wurden alarmiert. Gut, wir sollten einfach nur vorbeischleichen. Die Erfindung ist sicher und die Spione in Ketten. Wer Cesare bestehlen will, ist selbst schuld. Okay, Achtung. Dem Architekten zur Festung folgen. Hui, da ist einer. Den kann ich jetzt eigentlich gleich mal versuchen umzulegen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh, oh, Heiliger. Ja, Kamera dreht hier schon wortwörtlich durch. So. Ja. Okay, alles klar. Der hier oben macht mir aber noch Sorgen. Die Wache. Ansonsten müsste ich mal versuchen, die beiden einfach so zu verfolgen. Ob das jetzt wiederum funktioniert, ist die andere Frage. Boah, weil hier oben diese verdammte Wache ist. Okay, der dreht sich um. Da ist ein Heuhaufen, in dem können wir uns... Hier wäre anscheinend auch noch ein Weg gewesen. Alles klar. Und jetzt? Wie kommen wir hier weiter? Oh je. Oh je, die haben mich im Visier. Okay, wir müssen ihm irgendwie folgen. Ja, die sind doch sowieso gleich wieder weg. Ja, 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 komm, komm. Da, wir haben sie. Den Architekten verprügeln, um den Standort der Baupläne herauszufinden. Nur zu gerne, Freundchen. Hallo, ich will ihn verprügeln. Ja, und weiter.
Warnung, nur die Fäuste ansetzen. Nein. Nur die Fäuste. Ja, wie kann ich... Achso, Fäuste. Fäuste. Was wollt ihr? Wo sind die Pläne für diese Waffe? Auf einem Tisch am anderen Ende der Festung. Und das Gerät selbst? Ich bin nicht sicher. Doch ihr braucht mindestens 3 Männer. Dann kommt mit mir. Nein, wir haben 3 Söldner gefangen. Sie sind gegenüber von den Plänen einer Zelle. Die helfen euch. Den. Also gut. So, wir müssen in die Richtung hier. Dann verlieren wir mal keine Zeit. Ja, wir wurden entdeckt. Okay. Ich hatte die Hoffnung, dass wir hier noch vorbeilaufen können. Wie oft ich hier schon entdeckt wurde. Na, ich hoffe mal, der hat mich nicht gesehen. Okay. Ach, jetzt sind wir sogar schon richtig. Das ging ja schnell. Ich sollte mich nicht immer so miserabel teilweise anstellen. Die Söldner befreien. Nee, wir wurden entdeckt. Ich wollte es zumindest versucht haben. Wenn ich den hier runterziehe? Ruhe. Da ist noch eine Wache. Also, das sind noch einige Wachen. Aber nur die eine hier in unmittelbarer Nähe. Okay. So, Beeilung. Stopp! Nein! Ich weiß. Dann mach doch! Nicht hier. Seltsam. Boah, zum Glück! Hat er mich wieder aus den Augen verloren. Ah, da ist noch eine. Jetzt nicht mehr. Wo ist Da Vincis Maschine? Folgt uns. Sie halten den Weg geheim, aber wir haben den Eingang entdeckt. Das ging doch flink. Dann hurtig, Freunde. Den Söldner folgen und sie beschützen. Oh, schön. So. Ich meine, die Gegner hier zu vergiften, ist auch immer die Frage, wann sich das lohnt. Na, so viel dazu. So, Achtung. Den haben wir. Komm schon. Und ihn hier. Jetzt. Komm schon. Mach es mir nicht schwerer. So. Weiter geht's. Es waren auch nur ein paar. Hier lang. Alles klar. Sehr schön. Den haben wir auch. Okay. Das ist wirklich wunderbar. Also man kann hier schon wesentlich schneller die Gegner ausschalten. Im zweiten Teil hat das ja teilweise doch relativ lange gedauert, gerade bei den stark gepanzerten.
Ah. Sein Heer ist dabei, einen Überraschungsangriff auf Sizilien vorzubereiten. Wir werden sie aufhalten. Alles klar. Wir müssen dieses Tor öffnen. Ich finde einen Weg. Den Hebel finden. Ich sehe einen Weg. So. Ach hey. Ja, ich denke, jetzt sollten wir besser nicht runterfallen. Ja, zumindest ratsam. Alles klar. Okay. Schon hätten wir das geschafft. Er kam, er sah und er siegte. Na, hoffentlich. Was haben wir denn hier Schönes? Immerhin. Den Hebel finden und das Tor für die Söldner öffnen. Geschmeidig wie eine Katze. Oh ja. Wo ist der nächste Hebel? Zum Glück ist hier alles so platziert, dass wir formidabel darüber springen können. Schon echt optimal. Hilfe! Au. Oh, ich dachte, wir sterben. Und wie komme ich hier wieder raus? Irgendwie? Eine Kiste, hey. Das hat sich ja mal gelohnt, runterzufallen. Wird man ausnahmsweise mal belohnt, dafür so schusselig zu sein. Weiter, weiter, weiter. Okay. Alles klar. Dann nochmal. Hier lang, hier lang, hier lang. So. Nein! Ich wollte nicht weiterspringen. Ich wollte erstmal hier bleiben und an der Stange entlang klettern. Aber es wollte nicht sein. Und jetzt dürfen wir diesen großartigen Weg wieder zurückschwimmen. Ich freue mich. Ja, ja, ja. Okay, immerhin kommen wir irgendwie voran. So. Nochmal, 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 nochmal. Okay, ich glaube, ich sollte es noch ruhiger angehen. Sonst kriege ich noch einen Anfall. Herzkasper hier. Ja, ganz gemächlich klettern wir hier mal hoch. Zum Glück haben wir die Handschuhe, mit denen wir etwas schneller sind. Ich bin ehrlich gesagt jetzt schon etwas Mischugge geworden. Stopp! So. Nein. Boah. Weiter, 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 weiter. Nein, das wollte ich auch nicht. Okay, jetzt müssen wir erstmal schwingen, genau. Na, oh, oh. Nein! Ah. Das war so klar. Das war wirklich glasklar. Das war wirklich vorhersehbar, dass das passieren wird. Immer und immer wieder. Genau solche Passagen machen mir echt machen mir echt Kummer, wirklich. Die machen mir echt zu schaffen. Und nochmal. Boah, ich muss mich mal locker machen. Einmal hier, hier, hier. Gut. Wann falle ich denn das nächste Mal runter? Wir können ja gleich mal die Wetten abschließen. Okay. So, Moment mal. Jetzt kann ich ja einfach erstmal schwingen. Weiter, weiter. Okay. Moment, jetzt. Nee, ich will nicht mehr schwingen. Heilige nochmal. Okay. Nochmal der Spaß. Danke sehr. Ja, das hat gedauert, tut mir leid.